Hallo liebe Porno-Freunde, aufgepasst! Ekstase Film präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem roten Halsband. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Halsband bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen. Mit zwei geilen Modellen der Spitzenklasse. Michi und Fritze wieder da in Borderlands. Das hier wird die 70er-Jahre-Porno-Episode. Wer Probleme mit peinlicher 70er-Jahre-Porno-Speaker hat, möge jetzt bitte ausschalten. Nein! Der bleibt dran und erträgt es gefälligst. Wir sind verkehrt, wir müssen hier nach hinten. Sehen! Ich wollte es nicht sagen, aber... Ich sag ja. Ja, das ist die richtige Folge. Der Intro-Text... Aber wir haben uns das nicht ausgedacht. Nee, das ist der Trailer zu Die mit dem roten Halsband. Such mal auf YouTube Die mit dem roten Halsband-Trailer. Das ist auch nicht irgendwie... Da gibt's nichts Versautes zu gucken, hier gibt's nur was total Behämmertes zu hören. Oh, was ist denn hier? Da ist ein Porno-Heftchen. Sammel's mal auf, Fritz. Wo denn? Hinter dem roten Radio. So, mitgenommen. 1 von 3. Aha. Da ist noch ein Porno-Heftchen. Soll es ein langer Abend werden, verstehe. Siehst du das nächste? Ich schalte kurz um auf Porno-Vision. Moment. Ich hab's schon. Instinktiv habe ich schon das Richtige gefunden. So. Ja, warte mal. Ach, hier. Müssen wir Lainey eine Gegengehirnwäsche verpassen? Ah ne, hier kann man die Pflanzen hinmachen. Hallo. Aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Na also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Was glaubst du, warum ich hierher abgehauen bin? Nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Anmache sicher. Wenn Scooter dich geschickt hat, dann musst du sterben. Wie sieht die denn aus? Warte mal hier. Sollen wir damit was Spezielles jetzt machen? Mit der, mal oder? Gucken, was. Oh ja. Sollen wir sie erschießen, oder? Ja, oder? Töte Lainey. Lainey's got a gun. Lainey hat eine Knarre! Hat die dich jetzt glatt gemacht? Ja. Lainey White. So, das war's. Wir zollen jetzt mal darauf, dass in so ein Rattending verwandelt wurde und nicht darauf, dass Guter ein lausiger Liebhaber war oder so. Für alle Beteiligten einfach. Wenigstens haben wir es versucht. Komm zurück. Haben die gerade gesagt, du hast meine Mutter getötet? Woher wissen die das denn? Weil wir sie gerade vor ihren Augen erschossen haben. Ach, das war die Mutter von denen? Weiß ich nicht. Ist ja widerlich. Ist das hier? Nö. Was war das Blaue? Nee, Iridium ist da runtergefallen, oder? Da viele von diesen Ratten kommen denn jetzt hier, um Gottes Willen. Ach, schmeiß mal das Geschütz, einfach mal das Geschütz hin und dann hat sich die Sache. Moment, andere Waffe. So. Bob, 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 bob. Ja, Fritz, den haben wir es ordentlich besorgt. Gehst da sehr auf drin, oder? Also. Ja, wenn ich früher geboren worden wäre. Dann würden wir jetzt keine Let's Plays machen, oder wie? Oder, naja, andere Let's Plays. Da würde schon auch gespielt werden. Wir sind hier fertig, glaube ich. Das sind die Kinderbettchen. Was ist das fies? Ja. Tja, haben sie uns wieder den Spiegel vorgehalten. Ich kann das nicht ertragen, diese ganzen kleinen Kinder platt zu machen. Und noch eins. Granate drauf. Hier hinten, glaube ich. Meinst du, wir haben hier noch eine Quest? Naja, die können wir, haben wir aber noch nicht gefunden. Also, wir können hier schon abhauen. Das passt. Moment, ich muss noch ein Kind erschießen. Dafür muss Zeit sein. Wo ist denn das? In welchem Film ist denn das, wo am Anfang auch so total fies das Kind weggeschossen wird.
The Walking Dead, die erste Episode. Nee, da war, es war ein Zombie-Kind. Es gibt aber irgendein, ist es nicht ein Postal oder so, wo die dann vor auf dem Spielplatz das Schießen anfangen? Das kann sein. Dann reise doch. So, wohin fahren wir denn? Sawtooth Cauldron. Von mir aus. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slap. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slap-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. So, da reisen wir doch mal dahin. Sawtooth Cauldron. Das ist ein ganz schön schlechter Pornostar-Name. Nein! Nein! Ah, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Shit, wir haben doch gesagt, es ist hier. Aber schau, wie schön der Sonnenuntergang ist. Schau mal kurz auf die Karte. Aber jetzt kennen wir uns hier wohl aus. Ich mein, der erste ist gleich hier runter, der andere ist da hinten und okay, gut. Ich spring mal hier gleich runter. Ja, dann komme ich dir nach. Kennt ihr das hier, liebe Zuschauer? Das ist mir neu. Aber diesmal sind wir in einer. Sagt's und stirbt. Ich renne da jetzt einfach mal hin und pull die ganzen Gegner hinter mir her. Dann stelle ich ihnen mein Geschütz vor die Nase und dann soll sich das darum kümmern. So, hat hier eigentlich einen ganz guten Sitz da. Boah, die schmeißen ihre Tomahawks bis hier hoch. So, Flagge gehisst. Flagge Nummer 1. Jetzt, wo die Flagge angebracht ist, starte den Generator, um sie ganz nach. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist, Slap. So ein Slap will seine Flagge über unserem Gebiet hissen. Mach ihn fertig! Ich sehe gar nicht, wo du bist. Ich bin hier doch, ja, ganz hinten. Ich hab dich. Und hier geht die Flagge hoch. Geht dir Feuerschutz. Die schießen eh gerade alle auf mich, glaube ich. Boah, ey, könnte das noch langsamer gehen? Der Falter. Kommt was auf dich zu? Irgendwie schießen die alle auf mich. Das finde ich jetzt nicht so. Das ist voll übel, die werfen halt bis hier hoch. Fliegen dauernd die Tomahawks gegen die Klippe. Wie weit können die denn schmeißen? Das ist wahrscheinlich wie mit der Fall Damage. Dass da. Dass das halt in die andere Richtung auch nicht zählt. Also irgendwas hochwerfen oder so funktioniert halt genauso. Aber wir können unsere Granaten nicht so weit schmeißen. Stimmt. Aber Granaten sind ja auch keine Tomahawks. Aber die kriegt man wenigstens wieder Erfahrungspunkte für. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Oh Mist. Na, warte. Hast du das? Ja. Mhm. Das ist unglaublich, wie weit das geht. Das zum Beispiel geht ja auch ewig. Sag mal, der Generator geht hier gerade kaputt. Oh Mist. Sorry, das habe ich nicht beachtet. So, ist wieder an. Mein Geschütz ist auch schon wieder verbraucht, aber stellen wir es doch einfach mal hin. Bist du denn noch irgendwo da oben oder? Ich stehe auf der Klippe und habe hier alles wunderbar im Schussfeld. Also das ist eigentlich gerade ideal. Wo denn? Ach, da oben. Schon wieder aus. Nee. Achso, nee, ich kann nur die Taste nicht drücken. Na, komm schon. Da kommt ein Badass zur Flagge. Also so ein Goliath. Die sprengen sich dann irgendwann immer in die Luft, oder? Kann das sein? Ah ja, da ist er. Der ist jetzt einfach nur weit gesprungen, hat da drauf gehauen, aber der macht ja total viel Schaden, wenn der aufgeladen ist. So, Moment. Running out gleich. Erledigt. Boah, die schießen da von unten in zwei, die ich nicht im Schussfeld krieg. Der Generator ist gleich wieder hin. Hab ihn. So, noch ein bisschen Iridium eingesteckt und fertig ist die Sache. Das nächste in einem anderen Canyon, oder? Ja. Dann komme ich mal runter. Irgendwo ging es doch hier hoch, oder? Wo war denn das?
Ach, hier hinten, genau. Laufen wir doch da schon einfach mal hoch. Inzwischen mag ich die Ecke ganz gerne. Ich werde hier gerade wieder von der ganzen Belegschaft verfolgt. Zieh sie einfach hinter dir her. Entweder die geben irgendwann auf oder zumindest spawnen dann in den neuen nicht. Keine. Ja, Fritz, da haben wir ganz schön den Fahnenmast gehisst. Du würdest da auch voll aufgehen drin, oder? Das würde mir total einer abgehen. Habe ich neulich so einen spitzen Werbespot gesehen für irgend so eine. Was war es denn? Ich glaube, es ist irgendein Musiklabel gewesen oder so. Ja. Und dann steht eben Ron Jeremy, also dieser bekannte 70er-Jahre-Pornostar. Der taucht jetzt immer öfter in irgendwelche Musikvideos auf. Ja, der ist gerade so Trash-Film, spielt auch immer mit. Steht halt an der Tür und bringt halt zwei hübschen Frauen irgendwie gerade ein Paket. Nee, er bringt ihr eine Big Sausage Pizza vorbei. Und dann sagen sie, oh gee, we don't have any money. Und dann meint halt Ron Jeremy nur, also es wäre schön, wenn es auch irgendwie eine andere Art und Weise geben könnte, wie ihr mich bezahlen könntet. Und dann gucken sie aber an, es passiert halt nichts. Gucken sie halt total, hä, was meint er jetzt? Und Ron wird halt auch schon immer ungeduldiger und dann guckt er halt so zur Seite und dann sitzt halt so ein Typ mit einer E-Gitarre da und Ron gibt ihm dann ein Zeichen und dann fängt er erst an, so 70er-Jahre-Pornomucke zu spielen. So und dann die Frauen fangen halt an, sich zu betatschen und gegenseitig auszuziehen. Und wofür ist es am Ende Werbung? Der Slogan ist halt dann The Power of Music. Also wie viel Musik halt ausmachen kann. Ach so. Und dann geht es halt um diesen Plattenverlag. Schöne Werbung. Hier runter, oder? Ja. Ich bleib hier oben und gebe dir Feuerschutz. Ast rein. Der Generator ist da ganz hinten am Ende, ich sehe ihn schon. Und stellen wir mal ein Geschütz ein. So. Nee, der hat doch hier in diesem I'm Sexy and I Know It Video, da hat er doch auch mitgespielt. Ach stimmt. Von Jeremy. Das ist doch von der Band, die sich jetzt schon wieder aufgelöst hat. Die haben sich schon wieder aufgelöst? Oder? Bilde ich mir das ein? Echt? Diese Laugh My Ass Off Band. War das nur so ein Projekt, oder? Weiß ich nicht. Oh nein, Hubschrauber. Warte mal, da nehme ich doch den Raketen. Der kommt Hubschrauber auf dich zu. Dumme ist, ich habe zwar jetzt ein schönes Gewehr, aber das braucht immer, bis es sich warm läuft. Und die Kugeln sind auch verhältnismäßig langsam. Habe ich noch was anderes dabei? Ich habe noch das hier. Oh, das sieht besser aus. Der Raketenwerfer ist viel zu langsam. Ich glaube, ich muss mal runterkommen. Die blöden Projektile tatsächlich irgendwie fliegen. Nervt ein bisschen. So. Ach, der Wurmloch-Trasher ist übrigens auch da. Aber ich habe ihn geschützt. Soll ich zu dir kommen oder? Ah, nee, ja, geh grad noch. Bin hier weg. Das geht nicht. Oh ja, da wird die Sirene von ganz schön vielen Würmern gleichzeitig attackiert. Okay, also falls das hier mit diesem YouTube-Kram irgendwann nicht mehr geht, dann gehen wir halt auf YouPorn und Michi macht die Trailer. Habe ich schon angemeldet für uns übrigens. GameTube. Nein! Das kostet so viel Geld. Was? Was kostet da Geld? Ansonsten muss man halt irgendwie Darsteller haben und dann habe ich ein Foto von uns hingeschickt und haben die gesagt, rufen Sie hier nie wieder an. Es gibt doch heute für jeden Schiff. Was? Geil, es hat ein Chivo gegeben.
Echt? Mit einer Waffe, die beim Nachladen explodiert, einen Hubschrauber abgeschossen. Ah, schon wieder der Generator erwischt. Schalter um. Aber die Flagge ist gleich um. Aber die Hubschrauber sind echt nervig, immer noch. Müsste halt auch mal treffen. Dann halt mit dem Geschütz. Kenne ich nichts. Ich habe ungefähr für nichts mehr Munition. Ja, aber mir sieht es auch knapp aus. Mal schauen, ob wir unterwegs zum nächsten Punkt vielleicht einen. Geschafft. Wir können hier weg. Einen Munitionsladen. Da ist Munition. Ne, das ist mal Geld. Was ist das? Das ist eine Pistole. Oh. Schön. Du hast es geschafft. Wir sprengen den Generator. Super. Weiter zum nächsten Canyon. Was hängt denn da in der Luft? Siehst du den? Was? Hängt der bei dir auch? Hast du den? Warte mal. Bei mir hängt halt eine Leiche irgendwo in der Luft. Ich kann ihn jetzt gerade nicht sehen, aber ich gucke gleich auf gerade. Aber wahrscheinlich ist er bei dir gar nicht da. Ich glaube, das Achievement war gar nicht für mit der Nachladwaffe einen abschießen, sondern mit der Waffen, also mit dem Waffenhersteller so und so viel Kills machen. Das war zufällig jetzt gerade das. Ah, okay. Schade. Ach, man kann sie ja trotzdem überfreuen. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr gut. So, keine Munition mehr dafür. Immer ein riesen Hallo. So, dann sind wir fertig, oder? Ja. Na dann, lass uns die nächste Spalte beglücken. Du hast eindeutig zu viel Spaß an der ganzen Geschichte. Ich habe eindeutig zu viele Autoren, die hier zuarbeiten. Hab ich nicht. Ja, was ist denn das jetzt? Das ist nicht das. Der heißt Fühler-Trasher. Das hab nicht ich mir ausgedacht. Der heißt Schwarzes Loch-Trasher. Aber auch nicht die cleversten Viecher, die Dinger hier, oder? Ja. Ich meine, jemanden mit einer Shotgun direkt an sich ranzuziehen, ist vielleicht nicht die beste Idee. So, wo geht's jetzt weiter? Man könnte fast meinen, diese langen Würmer denken nicht mit ihrem Gehirn, sondern mit... Sag mal. Das ist so geil. Hier ist diese Goliaths haben teilweise dann vorne noch einen dran zu kleben. Oder zumindest sah das gerade so aus. Bewegt denn der sich nicht? Das ist auch nicht. Wir haben das irgendwie nicht geschnallt, oder? Dass sie angegriffen wurden. Na dann. Soll nicht unser Problem sein. Durch die Höhle hier durch? Keine Ahnung. Möglich. Ich glaube ja. Mir geht schon langsam wieder die Munition mal aus. Kurz auf die Karte. Ja, wir müssen tatsächlich irgendwie durch. Dann eigentlich immer nur geradeaus. Hier war doch irgendwo ein Munitionsladen. In der Nähe vom Fahrstuhl. Moment. Noch sind wir richtig. Mhm. Einfach weiter. Einfach geradeaus weiter. Wow. Kopf ab. Sehr gut. Ist da Munition? Nein, so ich eine dümmliche Pistole eingesammelt, die ich gar nicht brauche. Einfach weiter, oder? Ja. So, weggeslackt.
gibt's denn? Schon wieder leer. Ich nur noch die Pistole. Oh, oh, ich bin gleich tot. Gerade nach. Wow. Kommst du dich da aus der misslichen Lage ja. selbst? Ja, ja. Gut. So. Ja, mein Gott. Ganz da schön viele. Ich hisse mal die böse Fahne. Jungs hier. Ach, bist du schon an der Fahne? Ja. Ich schlag mich hier gerade noch mit anderen Jungs. Flagge angebracht. Oh. Das war nicht so eine gute Idee. Oh, shit, 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 shit. Kannst du dich da retten? Ich komme. Ja, das zählt nicht als. Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Sorry. Hab ich geschafft. Ah, cool. Ich hau hier mal kurz ab und komme dir entgegen. Wenn du da eh schon die ganze Arbeit gemacht hast. Boah, hast du mal gesehen, diese Selbstmordzwerge, dass die zwei Sägeblätter wie so Mickey Maus Ohren im Kopf stecken haben? Ja, voll fies. Ja, jetzt kommt jetzt mal einer ein bisschen näher an mich ran. Leer. Ah, jetzt sind sie alle weg. Alle weit weg. Na komm. Ja. Auf den letzten Schuss. Wo bist du? Ja, hier, ah, direkt vor der Nase. Nichts mehr. Finde keine Waffe mehr, irgendwelche Munition. Stell jetzt mal mein Geschütz dahin, dann soll sich das um die Leute, die da hinter uns kommen, kümmern. Die Fahne ist schon oben, oder? Nee, die geht gerade hoch. Geht gerade noch hoch, ja. Keine Munition mehr. Ah. Ah, shit. Jetzt habe ich eine scheiß Pistole genommen. Das ist echt komisch hier mit dem Gebiet, wo man dann einfach rauslaufen kann. Mhm. Das Spiel einem dann sagt, ja, hier bitte nicht. Vielleicht ist das ja für später erst. Oder es ist einfach nur faul. Ja, nicht, dass es für später ist. Boah, jetzt habe ich ihn mit Force Push kaputt gemacht. Führen eigentlich die DLCs in neue Gebiete, oder? Ja. Fahne ist fast oben. Generator ist fast kaputt. Oh. Keine Munition dafür mehr. Keine Munition dafür mehr. Gar nichts mehr. Dafür habe ich noch was. Die macht aber eigentlich nichts. Das nur noch im ersten Borderlands war das auf der der Charakterstufe eigentlich gar kein Problem, weil da hatte jeder halt eine ein Skill, um Munition zu schwitzen. Also, dass du mehr oder weniger ständig selbst Munition produziert hast. Das gibt's jetzt gar nicht mehr, oder? Also, ich habe es zumindest nicht gesehen. Na, oh, jetzt muss ich den hier melien, weil ich keine Munition mehr habe. Flaggenhissendes Generatorgerät. Wow. Das hat den Short tief gezeigt, wer hier der Boss ist. So zurück sein! So, muss mal schnell wieder meine Schotze auf. Wir müssen vor allem irgendwo Munition herkriegen. Oh, und jetzt so ein Feuerding. Ja, genau. Geschütz, mach mal was. Schmeiß mal Granaten drauf, vielleicht hab ich noch. War das jetzt das Richtige? Nee, es war nicht mal das Richtige. Das ist das Richtige. Achso, keine Munition für. 18 Schuss sind jetzt auch nicht unbedingt die Welt, aber es wird wohl reichen. Geil sehen sie schon aus, die Viecher. Für irgendwas das hatte ich übrigens die ganze Zeit vergessen, mir auch mal so eine Mod für, nicht eine Mod, aber eine, ich hau den jetzt. So eine Inventarerweiterung für Granaten zu schnappen. Show you can! Cool. So. Erledigt, was ist das?
Nee. Done and done. Also ja, auch mit erledigt. Der Folge. Cool. In der nächsten Folge hoffentlich mit mehr Munition, weniger Porno-Anspielungen und den Rest überlegen wir uns noch. Bis dann. Tschüss.